Dann kriegst du so ein komisches Geschenk. Bergsiedlung. Muss auch ein Bergsiedlung. Vogel sein, ne? Vogel? Er fliegt. So, weiß ich nicht. Hier, von dem kriegst du die Froschmaske. Das weiß ich, aber das geht nur, wenn das Frühling ist. Das habe ich schon wieder gespoilert, aber. Hier, so ein Vogel. Da brauchst du das nicht? Auge der Wahrheit. Ja. Oder du kannst es auswendig. Leider nicht. Nee, ich auch nicht. Hier ist kein Vogel. Nee. Komisch, ich dachte mal, hier wäre ein Vogel. Das würde ich nicht einkaufen. Was ist denn hier? Nee, da kannst du dieses neuere Schwert machen. Ah, das zerbricht nach der Zeit, ne? Ja. Und wenn du denen dann dieses goldene Pulver gibst, wenn du den Da ist er. Ah, da, genau. Jetzt musst du mit diesem frierenden Typ mit der Froschmaske auf dem Kopf zu reden. Mhm. Musst du nicht, aber. Rede mit ihm. Wie? Wie jetzt? Rede doch! Ich glaube, ich kann ihn analysieren und dann so hochschauen und mit ihm reden, aber. Ja. Aber keine Lust, ne? Aber nur ewig Zeit hier, ein paar Tage. Da kannst du noch nicht lang. Ja. Du kannst gleich hier umgehen. Und wieder weg. Wo ist denn nochmal das Auge der Wahrheit? Der einzige Gang, der jetzt noch, glaube ich, da ist, den du gehen kannst. Ist auch doof, dass du keine Karte hast, ne? Wir müssen diesen Toei-Fuzzi da wieder finden. Tingelt dann aber. Da schwimmt was. Sieht doch gut aus. Ja, aber da brauchst du das Auge der Wahrheit, ja, sonst kommst du da nicht hoch. Kann man schon, aber man muss es auswendig wissen. Da lang, ne? Ja. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Hoffentlich ist die Tingle-Tangle-Bob jetzt nicht übertrieben teuer da. Und will 1000 Rubine für die Karte da. Da fliegt der nämlich rum. Da sind gleich Eiswürfel, ich weiß. Das Wissen kommt nach und nach. Ah, und da oben braucht man dann auch noch diese dicken Bombe da. Diese Superbombe. Dann kann man da diesen Goron-Braids machen. Das ist voll lustig. Analysiere ich mal die. Mit R2. Achso. R2 halt, wie PlayStation. Controller. Schild ist ja hier. Ja, auf der Reihe. Schlag mich doch. Ne, du musst, wenn er schlägt, ausweichen. Mhm. So, und dann machst du so eine Sprungattacke, was also wo du. Die geht halt auf. Wie wenn du reden würdest. Springt er ja so. Boom. So. Dann hol den Penner da mal runter. Kein Thema. Hallo. Ja, meine Herr, hallo, Heffi. Wollen wir eine Karte kaufen? Oh, guck mal, was du nur kaufen kannst. Dann, Pick. Dann kauf Pick Hibernia. Wow. Die andere Karte kannst du später noch bekommen. Wie Link immer grinst, wenn er was bekommt. Ja, ich bin wichtig. Jetzt guckt der Spieler nur mich an. Da braucht man die Feuerwehr. Oder man braucht einfach das Frühling. Genau, gib ein Herz. Und hoch da. Irgendwo da kriegt man das Auge der Wahrheit. Ah ja, blaues Feuer braucht man da. Man kriegt hier irgendwo noch blaues Feuer. Nervt das hier mit blauem Feuer. Genau, da muss irgendwo. Irgendwo da kriegt man das Auge der Wahrheit. Da kommt auch, glaube ich, nochmal die Eule. Kann ich das kaputt machen? Oh. Da, genau, da ist die Eule. Da musst du hin. Ja, die Eule zeigt mir den Weg. Ah, du kannst ruhig da runter. So. Schuschu! Bla bla bla! Jetzt hast du alles geskippt. Jetzt kannst du ruhig alles skippen. Jetzt ist es auch egal. Aber die Eule labert immer voll viel. Ich habe ja genug das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde nicht nur erheben, auf den Schrein zu fliegen. Folge mir.
Doch vertraue nicht auf die Augen. Lass dich von den Gefühlen leiten. Dann wird sich der Weg offenbaren. Bist du bereit? So folge mir nach. Los geht's. Da ist sogar ein Unsichtbarer gewesen, habe ich gesehen schon. Guck da. Da, wo die Federn sind. Ach so. Man rutscht halt hier. Ich sehe nichts. Alter! Heftig! Ja, ist okay. Mach ich, Chef. Nicht so übertreiben hier mit der Speedigkeit. Ja. Yo! Man will da hin, man rutscht erstmal bis zur anderen Seite rüber. Ich springe nur. Ich rutsche. Glätte. Mit Gefühl! Nicht so viel rumjumpen hier. Der jumpt automatisch. Guck, ich will nur auf die andere Seite. Lass mich. warum springst du nicht? Ja, jetzt bist du gefickt. Nein, ich kenne den Weg. Guck, da noch hoch. Warte. So, da hingucken. Ja, und jetzt? Dahin. Bro, Pro hier! Nicht umsonst ist er hier der Pro! Vertrau auf deine Gefühle! Deine Gefühle haben dich richtig gelitten hier. Weiter! Betritt nun den Schrein, der erwartet etwas, das ja von Reise auf großen Nutzen wert sein. Ja, das Auge der Wahrheit. Ja, gibt mal ja das Ding hier. Und Rinder, kriegst jetzt das Auge der Wahrheit drin. Sicker Shit hier. Alter, was ist das für ein riesen komischer Stein? So. Früher konnte er das nie heben, jetzt bippen. Mhm. Früher brauchte der immer hier diesen Kraftarmschuh. Ja. Na, da, Auge der Wahrheit. Jetzt kannst direkt du gleich das Lied spielen, so. Linse. Jetzt kannst du gleich das Lied spielen, dann kannst du dich zu einem Berg teleportieren, dann kannst du gleich schon da hochgehen und dir die Maske holen. Oh. Nee. Warum klappt das nicht? Unten links oben. Jetzt ist ein bisschen ungewohnt auf dem Controller, ne? Da oben musst du hin. Ja, will nicht. Ah, ja, da. Ich muss nach links gehen, damit es nach oben geht. Ja, ist richtig kacke. Ist richtig kacke gemacht, aber. Muss man halt durch, ne? Mhm. So, jetzt kannst du gleich diesen Berg erklimmen und dann geht's endlich. Geht's voran hier mal. Ah, das Auge der Wahrheit. Du redest immer mit dem Auge der Wahrheit. So und auf. So, Auge der Wahrheit. Altbewährter Trick. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Kann auch sein, dass das der falsche Weg ist. Weiß man nicht. Ja, hier voll der Pro. Red gleich den perfektesten Weg, den es gibt. Jetzt. Easy. Alter. Verkackt. Ich glaube, ich wäre dann runtergefallen, ne? Ja, du wärst dann komplett runtergefallen. So nochmal alles laufen können. NP. Hier. Dann ist man oben. So, jetzt redest du mit dem Spacko. Ein Aber auch schön langsam. Ohren. In diesem Grab ruht ein großer Held der Geronen. Ich kam hierher, um ihn ein Denkmal zu errichten. Doch jetzt blockieren Schneeverwehungen den Weg und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück.
Aber noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eis erstarrt ist. So wie es aussieht, wird auch mich dieses Schicksal erleiden. Beeilen. Oh, hätte ich doch nur etwas von dem heißen Wasser mitgenommen, auf das ich stieß, als ich den Heldengrab errichtet habe. Aber die heiße Quelle wird nun von dem Grabstein versiegelt. Ich habe nicht die Kraft, ihn alleine zu bewegen. Aber wir Geronen sagen immer, es hat keinen Sinn, über gespaltene Steine zu weinen. Brrr. Brrr. Hast du, okay. Jetzt musst du, glaube ich, gleich das Lied der Befreiung spielen. Erstmal muss ich, glaube ich, mit dem Typen da reden. Ja. Ja, da steht so ein Geist. Ja, rede mit ihm. Will ich ihn analysieren? Ja, ah, jetzt. Kämpfen. Willst du lesen? Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Damani, der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider bin ich tot. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, vom Pip Hibernia auf. Achso, so. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von der Klippe und hier bin ich nun. Wie ärgerlich. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber tu es. Jetzt musst du das Lied spielen. Ja, und ich stelle mich hier noch hin, guck ihn an und... Lied der Befreiung. Vergessen. Nee. Nein, das ist ein anderes, ne? Ja. Warte, ich mach. Links, rechts, unten, glaube ich. Meinst du? Ja. Ja. Ha! Bro! Like Boss! Du kannst dir Lieder besser merken. Kann ich nicht jetzt sehen. Geht er steil, jetzt geht er steil. Ich lindere Kraft, all meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik. So fucking epic. Guck mal, er wird bejubelt. Voll der Pro hier. Ja, und das werden wir jetzt. Er lässt jetzt seine Hackfresse fallen. Yo, 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 it's time to flow. Wow, ich bin ein Superheld. Mein Gesicht fällt von mir. Okay, du kriegst jetzt mein Gesicht. Genki-Dama. Put your hand up in the air. Bing, Maske gedroppt. Sieht zwar gar nicht aus wie der, aber... Meine unendlichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinen Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Ich wollte gerade sagen, hat die gar kein Gesicht. So sieht die aus. Du hast die Gehohnhaut gefunden. Drücke C, um sie zu benutzen. Jo, dann lesen wir mal den Grabstein. Was? Für das Wohl der Goron, bitte hilf dir. Ich bitte dich um deine Hilfe. So, dann lesen wir das mal. Hallo. Ja, ansehen.
und dass ich geschlagen habe. Noch nie zuvor hast du solche Schriftzeichen gesehen. Du musst dich erst in ein Goron verwandeln. Und dann kann ich das lesen. Das macht Sinn. Ja, normal. Naja, kann man nicht. Kannst auch nicht überspringen. Großen Mund hat er, muss ich sagen. Jetzt sind wir das erste Mal ein fetter, heftiger Typ. Hier ruht Darmani der Dritte, Held der Goronen. Dieses Denkmal soll die Erinnerung an seine großen Taten aufrechterhalten. Willst du an seiner Weisheit teilhaben? Aktion Kampf nein. Drücke B, um den gefürchteten ja, Test. Ja, bla das bla ist bla. Das, Rollen, das ist genau. Tutorial. So. Jetzt kannst du das wegziehen, schieben, was weiß ich. So, dann kommt er jetzt weiter raus. Was wegschieben muss, ne? Mhm. So, dann holst du jetzt eine Tube Wasser. So, Wasser. So. So raus. Jetzt bespritze den Typ. Ich bespritze ihn. Ja. Nicht den, den. Ja. Ach so. Oder friss es. Du musst dich bewegen. Du musst irgendwas machen. Ich muss nicht raus. So. Jetzt befreist du den und dann holst du dir gleich nochmal eine heiße Quelle Wasser. Mhm. Am besten immer eine auf Vorrat haben. Ja. Weil du nämlich noch wen entfrieren musst in der Lager. Huch, was ist passiert? Das Link, das bist du und ich bin das. Das bin ich? Ja. Oh, geht es dir gut, Bruder? Warte. Oh, geht es dir gut, Bruder? Du warst in mein Eis eingefangen, aber diese Person hat dich gerettet. Im Eis? Ich war? Wirklich? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Fertig. Sehr hilfreich. Ich glaube, das kühlt ab auch. Deswegen musst du ganz schnell sein. Also, ZZ hier. Hier gleich deine Goronform und roll dich durch die Gegend. Aber erst musst du da runterspringen. Der Goron würde im Wasser absaufen. Ja. Jetzt voll auf den Stein. Perfekt einkalkuliert. So, jetzt mach dich zum Goron. Da rein oder nicht? Nein, links. Okay. Zum Goron. Jetzt roll durch die Gegend. Oh. Und. Da war ein Wolf. So, da jetzt geradeaus. Da rüber. Vor die Brücken. Ich muss auch vor die Brücken da rüber. Bin ich hier? Nein, ich bin nicht. Aber da muss über die Brücke gehen. Da geh ich lieber. Ja. Schneller! So, und jetzt musst du da, glaube ich, runter. Und da musst du so stampfen. Stampfen. Also einrollen und dann stampfen. Siehst du? Dann geht das auf. Gehst du da jetzt rein.